So, ich wollte euch jetzt mal erzählen, was Manfred hier die letzten 6 Monate gemacht hat. Monate ja nicht jeden Tag, ne? Oder? Nicht jeden Tag, Manfred, ja. So, also hier ist sein Manfred. Ja, die Lautsprecher gehören da natürlich auch zu. Das ist die Quelle? Die Quelle ist J-River, normaler Rechner mit USB, klar. USB 2.0 Schnittstelle mit Treiber für Windows. Okay. Apple und Android funktioniert so. Ja. Und was läuft, ist eine kleine Endstufe. Der Ausgang, eben mal der Vorverstärkerausgang, ja. Von dem Luminare. Die gucken wir uns jetzt mal an, Manfred. Ja. Komm, wir gehen mal nach vorne. So, dann kannst du mal hier anfangen mit deinen Lautsprechern. Erzähl doch mal, was du deinen Lautsprecher hast. Ja, das ist ein Lautsprecher, der jetzt irgendwann auf den Markt kommt. Das ist ein Breitbandlautsprecher mit einem optimierten Gehäuse. Ja, und mit einem speziellen Filter, um eben halt auch im Stimmbereich sauber zu arbeiten. Und wenn wir jetzt ein bisschen warten, haben wir gleich auch Stimme. Und der wird jetzt angetrieben hier von? Angetrieben wird der von einer alten Endstufe, die ich mal vor vielen, vielen Jahren konstruiert habe. Ein Kellergerät, ja, und vom Luminare mit DAC. Dieser Luminare ist noch ein Prototyp, man sieht das hinten an der Platine. Die ist noch komplett handgebaut. Okay. Aber ich habe eben schon die fertigen Teile überall rumliegen gesehen. Das heißt, jetzt wird es ernst. Ja. Toll. Und das Klangbild ist einfach überwältigend. Wenn man da hier so steht, im Center einer tiefe, wunderbare, weit aufgefächerte Bühne, etwas erhaben stehend, macht schon Spaß. So, gleich haben wir auch noch Stimme, der singt jetzt gleich. Okay. Dass auch Breitbänder mit der kann. Ja, okay. Ich mache mal eben kurz Pause. Und jetzt kommt die Stimme. Na, die wird ja wahrscheinlich auf dem Handy wohl eher schlecht wiedergegeben. Auf dem Handy ist das wohl kaum zu hören. Muss aber gucken, wie sie es machen. Ne? Ja, genau. So, also Manfred und ich haben uns heute hier getroffen, um das letzte Update zu machen am DAC. Die technische Schnittstelle zu besprechen und festzulegen, und dann hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen werden in Serie alles liefern können. Manfred, ne? Du stimmst mir dazu, oder? Ich bin ganz stark umgenommen. Alles klar. Danke, Manfred. Ist auch jetzt ausreichend getestet. Ja, genau.